Servus, ich grüße euch. Ja, mitten am Buschkrafttreffen sind schon ein paar Leute da. Es regnet, also alles perfekt sozusagen. Die meisten Setups stehen auch schon. Ja, und ich möchte im Video ein bisschen so die Stimmung zeigen und ein paar Impressionen davon. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran. So, endlich geht's los, unterwegs nach Amberg zum Buschkrafttreffen. Und neben mir ist der Dustin. Hallo. Dustin Meyer aus unserer Gruppe. Und er ist so freundlich und nimmt mich heute mit, weil er aus meiner Gegend kommt. Echt super. Ja, dann freuen wir uns auf einen angenehmen Tag. Super. Mal gespannt, wie es weitergeht. Hallo, ich bin der Marian, das finnische Part mit dabei genommen. Das wurde schon öfters mal vorgestellt. Das Ganze einfach bloß abgespannt mit diesen Spanngummis. Dann habe ich meine Hängematte dabei, die habe ich zwischen diese beiden Bäume hier dazwischen gehangen. Dann habe ich hier meinen Tropenschlafsack dabei und habe schon öfters in der Hängematte genächtigt. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr angenehm, da drinnen zu schlafen. Bis du es dann lernst und das Werkzeug hast, oder? Ja, nicht? Ja. Wir gehen 3 Tage. Nee, ich hab's gebraucht auf die Pass. Nein. Hallo. Nee. Servus, ich bin der Tom. Was sehen wir da? Ich habe das Original British Army Shelter Sheet, Basher genannt. Man sieht schon, ein bisschen klickt, aber dicht. Und wenn wir hier mal in die Höhle reinschauen, das ist der Highlander Phantom. Der kostet 50 Euro. Bis 0 Grad hält das Ding pappe dicht. Das Einzige ist, man sieht schon hier, der zwickt gerne ein wenig. Aber sonst der Top-Teil, ein Camo. Und als Isomatte, ich habe viele ausprobiert, aber mit der, die ich am liebsten benutze, ist die Insulated Static von Climit. 1,85 Meter lang, hat einen R-Wert von 4, glaube ich. Also bis minus 4, 5 Grad ist das wirklich absolut ausreichend. Das Ding wiegt 500, 600 Gramm und ist halt nur so groß wie Analgene. Das ist quasi ein Rettungsdecken, wie man aus dem Verbandskasten kennt. Mit dieser Isolierung. Das ist mein Setup, das kennt jeder, das zeige ich nicht nochmal ganz genau. Das ist der Michi. Grüß dich. Ein Urgestein des Buschkraft-Video-Geschehens. Guter Freund. Was passiert hier? Messer werfen. Die Auto. Ja, das ist so. Ja, servus, ich bin der Markus. Ja, also zum Schlaftechnisch habe ich dabei meinen Carinthia oder Nachbau Carinthia Biwaksack mit einer Elefantenhaut drunter, drüber noch ein kleines Tarp. Ja. Wegen den schlechten Wetterbedingungen, die wahrscheinlich heute noch kommen. Müsst ihr mal schauen, das ist ja mit 500 Gramm Belastung. Okay. Und dann erschöpft praktisch nicht von der Verschraubung, sondern aus dem Schnellverschluss. Bei anderen
Setups hier. Ja. Das ist halt dieser Waldbereich hier bei dem Treffen. Für die Leute, die Hängematte möchten oder halt ein bisschen im Abseits liegen wollen. Also beim nächsten Mal überlege ich mir auch, ob ich vielleicht mit dem Zelt hierher gehe. Ich finde das richtig Hammer. Da ist auch Hängematte aufgespannt. Alles wunderbar, perfekt. Hier fehlt es an nichts. Das Waldstück ist auch recht groß. Im Endeffekt ist so nichts schön, wenn du Ausrüstung zusammensammelst und dann schaust, funktioniert es jetzt nicht. Das Problem ist, wenn es zu viel sammelst, dann wird es so schwer. So, ist dein Setup? Nee. Ich stehe da hinten, das ist dein. Ganz da hinten. Das ist immer nicht so, wie wir jetzt in unserem Sinn. Ich habe einmal hier mein Campingzelt. Das ist ein bisschen größer, aber auch eigentlich ganz gut. Wenn man mit wem schlafen möchte, würde ich ihn jedenfalls empfehlen. Und hier ein ganz normaler, schöner, grüner Schlafsack. Der ist wie so ein Hüttenschlafsack. Also hier geht man dann so rein, hier macht man auf und ja, das ist sehr bequem. Den teste ich jetzt auch schon zum zweiten Mal und da drin schläft man echt super. Wir haben noch einen guten Besuch bekommen. Mein Freund Sven ist da von Amazonas. Noch nicht da ist. Okay. Der gerade ankommt. Der gerade angekommen ist, genau. Super Sache. Du schläfst auch eine Hängematte, gell? Nee, ich mag draußen nicht. Das hatten wir ja beim letzten Video schon besprochen. Wir sind gerade ins Waldstück hintergegangen, nicht zum Kuscheln, sondern er sucht sich einen Platz für seine Hängematte aus. Du schläfst ja auch heute hier. Jo. Natürlich in der Hängematte. Genau. Ja. Einfach ein bisschen mehr. Ja, logisch. Das ist halt auch die Variante. Genau. Blinding city lights. Rise and you fall. The world is cruel and unjust. Right when you thought you had it all. All the weight that you were holding in your hand. All the castles you have built turn into sand. See the crumble. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Und alle gut geschlafen? Ja. Frisch ist geworden, ne? Irgendwann mal. Ja. Boah, wir dürfen haben. Kocht in 3 Minuten irgendwie, in fast einem Liter. Und du kannst halt richtig Essen kochen. Du gestern keine Eier gegessen, so ein Topf, weißt du? Doch, hat er gemacht. Ach, mit dem Lamellensystem. Kleiner Snack. Und ein halbes Kilo Rindfleisch und dann zum Kochen. Du reißt bloß so einen Kopf ab. Und dann hast du 500 Kalorien. Der Arme gar nicht mal. Danke fürs Reinschauen, es hat euch... Nee, Quatsch. Hast dich. Ja, mei, also ich werde dann irgendwann abbauen, dann gehen wir alle heim. War eine schöne Zeit. Bushcraft-Treffen ist dann damit vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Macht es gut, Servus, ciao.